Sicher? Darf ich auch sowas sagen oder habe ich die Klappe zu halten? Du hast die Klappe zu halten. Du hast immer was gesagt. Okay. Also okay, Grace findet mich auch zu dick. Ja, passt schon. Lass deinen Mann zugucken, wie meine kleine Emily mit der komischen Dame. Ich will mal gucken, ob das funktioniert, mit die Zungen so ineinander stecken. Oh Gott. Ray? Ja. Versuch doch mal dein Glück da hinten bei der Dame, die da sitzt. Na, ich trau mich nicht. Ray. Ray, die hat gesagt, du siehst heiß aus. Das steht auf große Männer. Glaub ich nicht. Doch, hat sie gesagt. Sie hat gesagt, sie steht auf dünne Kerle. Hm? Guck mal, sie wedelt da mit diesen Fächer nach dir. Aber auch kurz rübergebogen. Aber jetzt musst du auch hingehen. Ich glaube, sie will, dass du zu ihr kommst. Sehen Sie den großen Mann da drüben? Ja. Ja. Oh, wow. Bezaubernde Stimme. Mein Name ist Erika. Oh, das ist Erika. Richtig schön, ja. Erika! Ray, du musst hingehen. Schenk hier eine Sonnenblume. Hallo, die Dame. Hey. Aber dann das heißt Erika. Das heißt Erika. Ich geh nicht zu Erika. Ich glaube, das ist gar keine Frau. Was? Weil sie einen Pickel auf die Nase hat. Sei doch nicht so. Oh, jetzt wird Ray neugierig. Ich hab einen Pickel ganz woanders. Hallo, die Dame. Guck mal, das ist Erika. Hallo. Wow, sie haben aber eine schöne Stimme. Sie aber auch. Ja, das ist vom Trinken und vom Rauchen. Ich bin auf der Farm am Arbeiten. Sie sind ein richtig harter Mann, ja? Danke, danke. Meine Freunde da vorne haben gemeint, sie fänden mich interessant. Ja, sie sind echt schnuckelig. Ihr tragt das nicht. Ja. Also ich möchte ja nicht so mit der Tür ins Haus fallen, aber sie gefallen mir. Sie sind ganz schön forsch, das kenne ich eigentlich nur aus Valentine. Ja, also ich komme da erst her. Ihr Lachen ist sehr schön. Das steckt gar nicht an. Ich bin ein bisschen verlegen jetzt, muss ich sagen, ja. Ja, so ein bisschen. Wo kommen Sie her? Ich bin gebürtig aus Valentine. Wow, ich auch. Ja, aber mein Ex-Mann hat mich da immer geschlagen im Salon und da bin ich abgehauen. Das ist wie ein Fiebertraum. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Aber hier in Rose ist das alles ein bisschen anders, muss man sagen, ja. Ja, das ist sehr rosig hier. Ja, sehr nette Herren sind hier, genau. Ja, ich merke, ja, vor allem Sie. Oh, danke, die Dame. Ich kriege normal nicht so viele Komplimente. Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich krieg immer Schläge. Und das haben sie aber auch nicht verdient. Nein, nein. Nein, nein. Vertretiere. Was lacht ihr denn da hinten so? Dann lerne ich meine Frau kennen. Ja, die sind doof. Entschuldigung für meine Freunde, bitte. Die meinen es nur gut. Ich bin so sehr am Stand, dass du dich eine Frau gefunden hast. Ein bisschen schüchtern gerade. Die interessant findet. Ja. Ihr seid auf einer Wellenlinie. Ja. Wir können ja nachher aber noch mal in sehr Ruhe. Schmuche, die Dame. Ja. Wir können ja nachher noch mal in Ruhe reden, wenn wir allein sind. Natürlich. Wunderbar. Würde mich freuen, ich warte auf dich, ja? Ja, danke. Tschüss. Oh.